Heute geht es nochmal um den Blackout, quasi Blackout, die zweite. Im ersten Video habe ich ja schon gesagt, was ich davon halte, ein Notstromaggregat zu erwerben und laufen zu lassen, dass man vielleicht nicht unbedingt für alles Strom braucht. Heute geht es eher um die Auswirkungen, die man zu spüren bekommt und die viele einfach unterschätzen. Ich habe mal einen Vortrag angehört, da ging es auch um Krisenvorsorge, mitunter auch um das Thema Blackout, das zur Sprache kam. Und neben mir saß jemand und der sagte dann, ja, dann schalt das Licht weg. Okay, ganz so einfach ist es nicht. Ich habe mich gerade eben rasiert. Womit wohl? Mit einem elektrischen Rasierer. Ohne Strom, kein Rasierer. Gut, das ist verschmerzbar, dann hat man eben mehr als einen 3-Tage-Bart. Aber es geht fast nichts mehr im Haushalt. In der Früh Kaffee kochen, hat man nicht vorgesorgt und eine Alternative zu Strom, dann ist vieles einfach nicht mehr möglich. Was auch nicht funktionieren wird, ist euer Staubsauger. Es geht ja darüber hinaus. Wie wirkt sich das denn noch auf unser Leben aus? Sollte es wirklich zu einem Blackout kommen, der länger dauert als ein paar Stunden? Meine Stromausfälle von ein paar Stunden kennt jeder von uns. Die sind leicht zu überbrücken. Okay, wo braucht man noch überall Strom? Beim Tanken. Ja, die Zapfsäulen laufen alle mit Strom. Die Pumpen laufen mit Strom. Fällt der Strom aus? Es gibt nur 15% der Tankstellen in Deutschland, die ein Notstromaggregat haben, die dann weiter Benzin und Diesel abgeben können. Die anderen, da bleibt man trocken. Darum auch mein Rat. Ersatzkanisterlein einlagern und das Auto maximal halb leer fahren und dann wieder tanken. Schon nach ein bisschen den Geldbeutel, denn da hat man wenigstens Zeit, eine vernünftige Tankstelle zu suchen. Was fehlt denn noch so aus? Wir haben gerade vom Pumpen gesprochen. Natürlich werden die Hochbehälter auch mit Wasser beschickt. Das kommt irgendwo weit unten aus der Quelle und wird dann, um den Druck in der Leitung aufrechtzuerhalten, in die Hochbehälter gepumpt. Da sind auch elektrische Pumpen im Einsatz. Das heißt, kein Strom. Danach, wenige Stunden danach, kein Wasser mehr. Ich sag mal, bei uns wird das vielleicht 4 bis 8 Stunden dauern, dann kommt nichts mehr aus dem Wasser. Was könnt ihr tun? Alles, was ihr an Behältnissen habt, Badewanne, Waschtisch, Spüle, Töpfe, alles noch schnell mit Wasser füllen, denn nach einem Blackout, tja, da wird er länger dauert, bald nichts mehr aus der Leitung kommen. Was haben wir noch? Ja, wir wollen einkaufen gehen. Die meisten Schiebetüren sind ja elektrisch und die Kassen sind auch elektrisch betrieben. Die Kühlung auch. Mal überlegen, was passiert, wenn der Strom weg ist? Na klar, die können nicht mehr kassieren. Das Zeug in der Kühlung wird wahrscheinlich verderben. Also mehr als 2 Tage hält das bestimmt nicht ungekühlt. Vor allem Fleischwaren und Wurstwaren. Die Türen werden zum Teil nicht mal mehr aufgehen, kann man vielleicht per Hand aufschieben, aber glaubt ihr im Ernst, dass noch jemand an der Kasse sitzt und eine Quittung per Hand schreibt? Vergesst es. Also, was ihr nicht zu Hause habt, habt ihr nicht. Es wirkt sich aber noch weiter aus. Die Telefonnetze werden sehr schnell weg sein. Genauso wie das Internet. Die meisten haben heute Voice-over-IP-Telefonie. Das heißt, mit dem Internet verschwindet auch euer Telefon und die Handys werden auch nur noch begrenzt lange funktionieren. So Sendemasten haben, wenn überhaupt, maximal für 4 bis 8 Stunden eine Notstromversorgung. Und danach könnt ihr niemanden mehr erreichen. Nicht weiter schlimm. Ich will sowieso meine Ruhe. Ein oft gehörtes Argument. Aber was ist, wenn euer Nachbarhaus brennt? Wenn ihr einen Notarzt, eine Ambulanz braucht, ihr erreicht nichts mehr. Selbst die Polizei, die 110, wird nicht mehr zu erreichen sein, weil ihr kein Telefon mehr habt. Und das birgt eine große Gefahr. Denn wenn das Nachbarhaus brennt, kann das schnell auf euer Haus übergreifen. Bis die Feuerwehr alarmiert ist und vor Ort ist, wird tüchtig mehr Zeit vergehen. Was haben wir noch? Auch der Funk. Der Funk ist ja eigentlich nicht betroffen vom Stromausfall. Das stimmt auch nur bedingt. Denn die Relaisstationen, die eine größere Distanz ermöglichen im Funk, die werden auch ausfallen.
Sofern sie nicht mit Solarenergie betrieben werden und am Netz hängen, werden diese nicht mehr funktionieren. Das heißt, ihr werdet nur noch im Nahbereich, sprich bis zu am Land vielleicht 30, 40 Kilometer, in der Stadt 1, 2 Kilometer, überhaupt noch jemand erreichen können. Aber dazu mache ich noch ein Video. Ich habe etwas gefunden, mit dem man wirklich unabhängig ist von Relaisstationen. Leider in Deutschland, naja, noch nicht so sehr verbreitet. Aber dazu komme ich in einem gesonderten Video, um eine Art Krisen-Notfall-Kommunikation aufrechtzuerhalten. Das wird aber nur für Leute funktionieren, die auch ein solches Gerät besitzen. Und wie gesagt, in Deutschland sind die nicht sehr verbreitet. Der Schulbetrieb, ja, den könnt ihr vergessen. Die Kinder werden in der Schule nichts großartig machen können, denn es ist ja alles nicht mehr verfügbar. Es gibt keine Beamer mehr, keine Overhead-Projektoren, kein Whiteboard, wenn in so einer Schule sowas modernes verfügt. Die Computerräume dort werden auch weg sein. Die ganzen Daten der ganzen Kinder sind ja auch in der EDV gespeichert. Ja, okay. Also, ihr könnt euch darauf einstellen, dass ihr eure Kinder zu Hause lassen müsst. Kennen wir ja schon, Corona hat es uns ja schon gezeigt, wie das geht. Nur es wird dann keinen Homeunterricht geben, weil kein Laptop funktioniert. Menschen, die auf Beatmungsgeräte, medizinische Geräte angewiesen sind, die am Netz hängen, die haben ein größeres Problem. Denn diese Geräte werden nicht mehr funktionieren. Und je nach Schweregrad der Erkrankung und nach Art der Geräte kann es da schon zu Sterbefällen kommen. Eine erfreuliche Nachricht, die Bundesbahn wird weiterfahren, denn die hat ein unabhängiges Stromnetz. Und das kann etwas länger aufrechterhalten werden und trotzdem noch laufen. Das heißt, wenn ihr unbedingt noch Licht braucht und ein Buch lesen wollt, dann geht am Bahnhof vorbei, da habt ihr vielleicht noch Licht. Notstrom wird es geben, ja, aber nur in wichtigen öffentlichen Gebäuden. Es ist kaum geplant oder auch nicht geplant, dass der THW bei euch in der Nähe ein Aggregat aufstellt, um euch zu versorgen. Das könnt ihr knicken, das wird nicht passieren. Was noch ausfällt, ist natürlich eure schönen Alarmanlagen, die ihr vielleicht habt, um euer Hab und Gut zu schützen. Eine Weiterleitung an die Sicherheitsstellen wird es auch nicht geben, weil, wie gesagt, das Telefonnetz liegt ja brach. In Berlin gab es ja mal einen Stromausfall von mehr als ein paar Tagen. Ich glaube, das waren knapp 10 Tage. Und die Plünderungen und Krawalle, Autos wurden angezündet, haben bereits nach 5, 6 Tagen begonnen. Ja, das wird, wenn es flächendeckend in der EU jetzt ausfällt, nicht anders sein. Im Gegenteil, es wird vielleicht sogar noch mehr eskalieren. Denn aus Berlin konnte man ja wegfahren und dann war immer noch Strom. Aber wo wollt ihr hin, wenn ganze EU keinen Strom mehr hat? Eure Zentralheizungen, die werden auch nicht mehr funktionieren. Egal ob mit Öl oder Gas betrieben. Denn die haben so einen kleinen Notfallschalter. Und wenn man die stromlos macht, dann schaltet eine Sicherheitsmaßnahme die Brenner aus. Mit der Heizung fällt dann auch das Warmwasser aus, denn der Heizkessel ist ja nicht mehr in Betrieb. Fast jeder Prepper hat ein Notfallradio, also ein batteriebetriebenes, akkubetriebenes Radio, vielleicht ein Kurbelradio, mit dem man noch ein bisschen Licht machen kann. Ganz toll, da kann man dann auch empfangen, was gesendet wird. In so einem Blackout wird es dann sicherlich auch mal Sendungen geben, die über den Blackout was erzählt. Wenn denn die Sendeanstalten noch senden können, die werden auch nicht unbegrenzt lange Notstrom haben. Die großen schon, ganz klar, Bayern 3 oder ja, staatliche Kanäle. Die kleinen Radiosender, die werden wohl nicht mehr funktionieren. Da wird wohl auch sehr schnell Ende sein. Die haben maximal auch noch für 1 oder 2 Tage Notstrom, wenn sie ein Dieselaggregat haben. Aber dann ist Schluss mit lustig. Und ihr kriegt keine Infos. Wie gesagt, Internet ist ja auch da und ihr könnt nicht schnell mal euer Handy einschalten und bei Google eingeben, was ist los. Nö, vorbei. Ja, eine nette Nachricht. Wir sind ja so klimabewusst, dass sich viele ein E-Auto kaufen. Gerade in der Meldung gelesen, in England gibt es ja seit Jahr wenig Benzin und Diesel. Darum sind viele jetzt da drauf und dran, sich ein E-Auto zu leisten. Nett gedacht. Aber was passiert, wenn der Strom ausfällt? Ja, ihr könnt euer E-Auto dann noch leer fahren und dann bleibt es irgendwo stehen oder könnt nach Hause laufen. Da ist mein Auto mit einem Ersatzkanister im Kofferraum schon lieber. Da komme ich dann notfalls noch nach Hause.
Nun, wenn ich kein Auto habe, dann fahre ich einfach mit dem Bus. Wir haben hier auch in der Stadt einen Elektrobus, der heißt Emil. Für den gilt das gleiche wie bei den Elektroautos. Und selbst die anderen Busse, die werden nicht mehr lange fahren, denn die Tankstellen geben keinen Diesel mehr ab. Die haben bestimmt auch Diesel eingelagert, um billiger an Diesel zu kommen. Aber irgendwann ist ja auch Schluss. Die werden auch Notbetrieb machen müssen. Ja, am heikelsten wird natürlich die Krankenversorgung sein. Sowohl beim Hausarzt, der dann ohne Strom dasteht und eventuell eben auch nichts mehr machen kann. Die Gesundheitskarte wird nicht mehr funktionieren. Da kann sie in seinen Terminal stecken, so oft er will. Die wird nicht piepen, weil kein Strom. Aber auch die Krankenhäuser, die werden drunter leiden. Ich arbeite ja in einem Klinikum und wir haben einen Schwarztest gemacht, also mal alles runtergefahren und dann wieder versucht zu starten. Das hat nur, naja, bedingt funktioniert, weil die Leute vergessen haben, ihre Geräte auch auszustecken oder auszuschalten. Und beim Einschalten war zu viel Last dran und hat die Sicherung gleich wieder rausgewälzt. Das ist aber nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist, wir haben Dieselaggregate, Notstromaggregate, die versorgen dann diese sogenannten grünen Notstromsteckdosen für die Intensiveinheiten und für ein paar stationäre Steckdosen. Dieses Diesel reicht für 3 Tage. Und dann hat man ja schon kein Problem, weil dann kommen die großen Diesellaster und beliefern uns wieder. Ich frage mich nur, womit die Diesellaster dann fahren, wenn es keinen Treibstoff mehr gibt von der Tanke. Weil die keinen Strom haben und die Pumpen auch nicht funktionieren. Also ich sehe da noch Schwierigkeiten. Also die Notfallmedizinversorgung, die wird sicherlich noch eine begrenzte Zeit funktionieren. Die niedergelassenen Ärzte werden zumachen müssen. Was ich ja schon gesagt habe, die Einkaufsläden werden nichts mehr anbieten. Die werden nicht mehr funktionieren. Gleiches gilt natürlich auch für die Apotheken. Ein Rezept einlösen und an einer elektrischen Kasse zahlen, das wird schwierig werden. Wenn ihr keine Medikamente zu Hause habt, dann werdet ihr wohl so schnell keine bekommen. A, kann sich der Arzt nicht mehr ausstellen, das Rezept, weil er hat keinen Strom mehr. Und B, werden die Apotheken euch nichts mehr geben, weil die auch keinen Strom haben und eventuell sogar nicht mal öffnen können, weil ihre Sicherheitssysteme nicht mehr funktionieren. Das ist übrigens auch so ein Problem für die, denn die Sicherheitssysteme, die haben ja auch Narkotika etc. gelagert, die sollten eigentlich weiter funktionieren. Wenn die nicht mehr funktionieren, dann werden findige Leute schon auf die Idee kommen, wir könnten uns ja mal bedienen. Nach so 4, 5 Tagen, kein Strom mehr. Die Alarmanlagen funktionieren ja alle nicht mehr, auch die der Apotheke nicht. Und da ist sicherlich was zu holen, da kriege ich meine Schmerzmittel umsonst. Aber ihr habt gedacht, machen wir was Cooles. Ich baue mir selber einen Brunnen, natürlich mit einer elektrischen Pumpe und einem Hauswasser, also einem Hauswasserwerk, so mit 2 bar Druck, das es erzeugt. Ist ja alles kein Ding, nur wenn es keinen Strom mehr gibt, kriegt ihr auch kein Wasser mehr aus eurem Brunnen. Da sind die alten Schlegelpumpen dann echt super, wenn man so eine hat. Nur wer hat die dann noch? Natürlich hat so ein Stromausfall dann auch noch längere Nachwehen. Was meine ich damit? Nehmen wir die ganzen Schlachtbetriebe, die das Fleisch erstmal kühlen und einlagern. Diese Kühlung wird auch ausfallen. Das heißt, das Fleisch wird verderben. Und selbst wenn der Strom wieder da ist, wird es eine Zeit lang dauern, bis eine Versorgung mit manchen Gütern wieder hergestellt ist. Trockenwaren, klar, die können sofort wieder verkauft werden, aber verderbliche Produkte, habe ich so meine Zweifel, ob die dann gleich wieder zur Verfügung stehen. Diese Zentrallager, die werden dann auch entsprechend ungeschützt sein. Wenn es zu einem großen Blackout europaweit kommt, ist die Frage, kann die Polizei und die Ordnungskräfte denn alle Objekte, die dann zur Versorgung dienen, auch schützen vor Plünderern? Ich habe da so meine Zweifel. Es gibt viel zu viele Firmen, die große Lagerhäuser haben und ich kann nicht vor jedem dann einen Polizisten stellen. Und selbst unsere Bundeswehr, die auch nur eine begrenzte Mannstärke hat, nicht dazu in der Lage sein, flächendeckend alles, was kritisch ist an Infrastruktur, zu sichern. Ihr legt sehr viel Wert auf Hygiene, ihr habt eine tolle elektrische Zahnbürste. Na gut, wenn die mit Akkus funktioniert, also mit AA-Akkus, dann könnt ihr die wieder aufladen mit Solarenergie. Oder mit eurem Notstromaggregat und dann euch weiter die Zähne putzen. Wohl dem, der noch eine normale Zahnbürste zu Hause hat, der muss auf seine Mundhygiene nicht verzichten.
Die Industrie wird allerdings schwer betroffen sein. Ihr wisst es vielleicht nicht, aber wenn so in einem stahlproduzierten Industriezweig die Hochöfen, die werden auch elektrisch mitgefahren, wenn da der Strom ausfällt über längere Zeit und das Eisen, das im Hochofen ist, erkaltet, dann wird das zu einem massiven Stahlblock oder Eisenblock. Den kann man nicht einfach wieder schmelzen. Nein, wenn er fest ist, ist er sehr fest. Dann gibt es keine Chance mehr, da wieder dran zu kommen. Man muss dann die Öfen abbauen und diesen Eisenblock, den kann nicht mal der größte Schwerlastkran rausheben. Der ist ein bisschen zu schwer, der muss dann aufwendig zerkleinert werden. Es trifft aber nicht nur die Stahlverarbeitungsindustrie. Aluminium wird nicht mehr produziert werden können, weil das auch in einem hochaufwendigen Verfahren mit Strom erzeugt wird. Aber auch andere Industriezweige, die werden dauerhaften Schaden nehmen. Nehmen wir mal die Spritzgussanlagen, also Kunststoffspritzguss. Das wird ja in größeren Konvertern mit einem Kolben erhitzt und der muss auch ständig warm bleiben. Wenn das Zeug da drin mal ganz kalt wird, dann haben wir dasselbe Problem wie bei einem Hochofen. Dann schmilzt das nicht mehr und die Anlage ist kaputt. Ein Stromausfall von mehr als 3-4 Tagen wird auf jeden Fall die Industrie stark schädigen. Und viele Produkte werden dann, nachdem der Strom wieder da ist, nicht mehr zur Verfügung stehen. Die Fertigung braucht ja oft Schweißgeräte, die auch teilweise, die meisten funktionieren elektrisch, vor allem in der Automobilindustrie. Es wird ja kaum noch mit Gas geschweißt. Auch da wird es nichts mehr geben. Man kann nichts mehr produzieren, man kann nichts mehr reparieren. Diese ganzen Produktionsketten, die werden nicht mehr funktionieren. Das ist ja alles mittlerweile computergesteuert und vom Strom abhängig. Ist der Strom mal weg, wird das meiste nicht mehr herzustellen sein. Man könnte jetzt nachsinnen und noch viele Beispiele aufzählen. Fakt ist, wenn der Strom mal länger als eine gewisse Zeit ausfällt, länger als eine Woche, am Stück, dann sieht es schlecht aus. Und da hört man oft so Leute, die sagen, nach 4 Wochen Stromausfall sind wir zurück in der Steinzeit. Und da schüttelt man den Kopf und sagt, wieso denn? Ja, genau aus diesen Gründen. Weil vieles dann nicht mehr funktioniert, nicht mehr zum Laufen zu bringen ist. Bis das Ganze EU-weit wieder funktioniert, die ganzen Netze wieder synchron sind, das wird dauern. Deshalb solltet ihr mal drüber nachdenken, ob ihr nicht vielleicht die Sache nicht so ganz durchdacht habt. Ein paar Beispiele habe ich euch gegeben. Ihr findet bestimmt noch andere, wo ihr vom Strom abhängig seid. Ich meine, dass eure Kiddies nicht mehr an der Konsole spielen können und nicht mehr den ganzen Tag an ihrem Handy hängen, das ist ja eher positiv. Aber es gibt auch vieles Negative. Und ich glaube, man ist zu abhängig geworden von einem Luxusgut Strom. Denn früher hat man auch ohne Strom leben können. Und heute noch, auf Almhütten, wo es keinen Strom gibt, kein fließend Wasser gibt, da kann man auch leben und da leben auch noch Leute. Und an denen könnt ihr euch ein Beispiel nehmen. Die schaffen es auch ohne Strom. Klar, vieles ist dann anders. Die haben halt noch ein Waschbrett, die haben keine Waschmaschine, weil die wird im Zweifelfall dann auch nicht funktionieren, wenn der Strom weg ist. Der Wäschetrockner wird nicht mehr funktionieren, wenn der Strom weg ist. Ja, das ist das Problem. Ihr müsst mal wirklich durchdenken, was habe ich denn im Haus, was ich brauche und weiter betreiben will. Und da müsst ihr weiter überlegen, lohnt sich die Anschaffung eines Aggregats, eines Notfallaggregats? Kann ich denn überhaupt so viel Treibstoff einlagern, um jetzt eine Woche zu überbrücken? Darf ich das überhaupt? Denn es ist ja nicht erlaubt, unbegrenzt viel Benzin oder Diesel zu lagern. Da muss man bestimmte Sicherheitsnormen erfüllen, muss einen Erdtank haben, etc. Das ist nicht so einfach, wie ihr euch das vorstellt. Ich kaufe mir so ein Dieselaggregat und stelle es mir in die Garage und baue das vielleicht noch so, dass die Abgase nach draußen gehen. Und dann stelle ich mir da 50 Kanister rein. Das dürft ihr nicht. Also versucht lieber darüber nachzudenken oder darüber nachzudenken, auf was ihr verzichten könnt, was ihr unbedingt weiter betreiben müsst und euch Alternativen zu suchen. Ich kaufe zum Beispiel seit Jahren
keine Geräte mehr, die nicht mit AA oder AAA oder per USB ladbar sind. Denn AA und AAA-Akkus kann ich per Solar auch laden, dauert zwar seine Zeit und ich musste mit dem Spaß immer umgehen. Also die Taschenlampe dann die ganze Nacht fürs Lesen zu verwenden, ist dann auch nicht mehr drin. Aber ich habe wenigstens so die Grundversorgung, sprich mein Notfallradio, vielleicht sogar auch noch ein Funkgerät. Ja, aber für mehr, die Zahnbürste, die elektrische, vielleicht einen Rasierer, den man mit USB-Spannung aufladen kann, wobei bei den meisten werden mit 220 Volt geladen, da ist der Akku auch bald leer, wenn ihr einen Akku drin habt. Ich habe so einen schönen Rasierer, der auch einen Akku hat, hält 10 Rasuren und dann ist er auch leer. Ja, durchdenkt mal die Sache und kommt mal drauf, dass es vielleicht nicht so ein cooler Satz ist zu sagen, na gut, dann ist halt das Licht aus. Es hat weitreichende Folgen. Und Blackout, ich sage es euch offen und ehrlich, das ist das, was ich momentan am wahrscheinlichsten sehe. Wir haben zu viele unserer Kraftwerke abgeschaltet und keinen vernünftigen Ersatz. Aber das soll es jetzt diesmal auch schon mit dem Thema Blackout gewesen sein. Ich werde noch mal ganz kurz, aber nicht mit dem Thema Blackout darauf eingehen, mit Falkpanels oder Solarpanels und wie gesagt einer Notfallkommunikationsmöglichkeit, die ich euch vorstellen möchte. Dazu wird es dann auch vielleicht ein bisschen mehr in der Videobeschreibung geben, aber das machen wir das nächste Mal. Ach ja, ach, Kochen. Kochen ohne Strom. Ich rate euch, kauft euch so einen billigen Gaskocher mit Gaskartuschen. So wie ihr ihn hier seht, das ist sicherlich sinnvoll und ihr könnt ihn auch mal einsetzen, wenn ihr zum Camping fahrt oder einfach mal so draußen was warm halten wollt oder was kochen wollt. Ihr habt die Möglichkeit in einem Garten, dann kauft euch so einen Gasgrill. Es muss auch nicht der teuerste sein. Der hier, der war auch nicht so teuer. Und da kann man diese 11 Kilo Flaschen, Gasflaschen dranhängen. Davon kann man dann auch einen oder zwei Flaschen auf Reserve haben. Und habt ihr nochmal die Möglichkeit, wenigstens, ja, wenn es wärmer ist draußen, da etwas zu braten oder auch zu kochen. Die meisten haben ja so ein kleines Seitenfeld, Kochfeld, da kann man auch einen Topf draufstellen. Dann gibt es noch Feuerschalen und Dreibein, da kann man dann auch Holz benutzen, also so auch mit einem Pfannenknecht. Und kann da auch nochmal draußen was machen oder ihr habt irgendwo einen Grill rumstehen und noch grün genug Grillkohle vorrätig oder auch nicht so viel, aber wenigstens für zwei, dreimal was Warmes zum Essen zu machen. Denn ja, wenn der Strom weg ist, die meisten haben keinen Holzherd mehr in der Küche. Freunde von mir haben schon seit Jahren umgestellt wieder von Strom auf Holzherde, weil sie eben genau das für